Ja, Jens Mindorp, 1:2 kurz vor Schluss hier verloren. Die Fans haben dann der Mannschaft zwar noch applaudiert, aber mit dieser Leistung können und wollen sie nicht zufrieden sein, oder? Nein, ich habe der Mannschaft gerade mitgeteilt, dass ich nicht dafür geeignet bin, Amateure zum Laufen zu bringen. Wir schaffen es nicht, uns im Grunde genommen professionell zu verhalten. Und das ist nicht meine Welt. Das ist nicht. Ich arbeite keine 15 Stunden pro Tag, um letztendlich irgendwas zu animieren. Ich bin kein Animateur in dem Moment. Und das ist nicht meine Welt. Das ist, man muss konzentriert sein, man muss gewinnen wollen, man muss ambitioniert 1 gegen 1 gewinnen wollen und sich nicht gegenseitig in eine rote Karte bringen. Sorry, das ist Bullshit. Das ist nicht das, was man als Niveau hat, haben will, haben muss. Die Mannschaft hat wesentlich bessere Möglichkeiten, die Mannschaft hat wesentlich bessere Fähigkeiten mittlerweile. Nur wir verhalten uns albern, wir verhalten uns unprofessionell, wir verhalten uns amateurhaft und dann kannst du nicht viel machen. Dann holst du mal einen glücklichen Sieg mit dem Potenzial, was wir auf der Wiese haben hier heute, musst du eigentlich als klarer Sieger, auch bei dem Spielverlauf, trotz 0-1, wenn ich die zweite Halbzeit sehe, da fehlt mir dieses letzte Esprit, da fehlt mir diese letzte Galligkeit, das Ding da zu machen, und das ist das, was ich als professionell bezeichne, und das unglücklicherweise bringen wir nicht aufs Feld. Das heißt, welche Konsequenzen werden Sie daraus ziehen? Ich habe der Mannschaft gerade mitgeteilt, dass ich meine Ämter beende. Ich habe das auch dem Vorstand gerade mitgeteilt in schriftlicher Form, und ich hoffe, dass das akzeptiert wird. Das heißt, es gibt auch kein Zurück mehr, Sie treten jetzt zurück? Soweit ganz, ganz deutlich. Das ist nicht das, was ich als Profi, der das 30 Jahre betreibt, der 15 Stunden im Tag in beiden Ämtern im Clubhaus verbringt, mit der Mannschaft arbeitet, mit dem SV Meppen, letztendlich in der Mannschaft zusammenzubringen, in der Weise, wie wir es getan haben. Und dann wird man enttäuscht, Woche für Woche in dieser Art. Sorry, das ist nicht meine Welt. Das ist ganz, ganz, ganz deutlich. Und ich wüsste nicht im Moment, warum diese Welt auf einmal anders aussehen sollte. Wie hat die Mannschaft reagiert? Habe ich nicht mehr geguckt. Ich habe die Kabine verlassen und setze mich jetzt in den Bus. Danke. Okay, danke. Danke, Herr Mindorp.